Kapitel 17. Worauf Mops eine mörderische Wut hat und warum sich Ormanschix nicht darüber freuen, dass er der Größte ist. Aber Moritz findet das prima und gibt eine Party für Mops. Es gibt überhaupt nur ein Tier, was Mops killen würde, wenn er es kriegen könnte, aber vielleicht ja auch nicht, ich habe keine Ahnung. Das ist ein Eichhörnchen, weil die sind ja ziemlich frech, aber auch ganz schön putzig und tun ganz zahm, aber anfassen lassen tun sie sich nicht, sondern beißen einen in den Finger, nur füttern geht. Wenn wir am Wochenende zusammen auf der Terrasse frühstücken, dann holen sie sich wie der Blitz die Krümel, die runterfallen von den frischen Brötchen. Und das sind viele, weil die Brötchen machen sowas wie eine Explosion, wenn man reinbeißt. Und eigentlich bestehen sie überhaupt nur aus Krümel, die in die Gegend spritzen, besonders weil man sich auf der Terrasse nicht so vorsehen muss und hinterher saugen. Und es bleibt nur so ein bisschen was Wattemäßiges übrig, was man mit Butter und Marmelade oder sonst was beschmieren kann, weil man braucht ja irgendwas, wo man irgendwas drauf tun kann. Ich für meinen Teil esse darum lieber Milchbrötchen. Da weiß man, was man hat. Oder Knäcke, das kracht auch, aber ohne Explosion. Oder Schwarzbrot, obwohl es gesund ist, was meistens ätzend schmeckt. Aber Mopsi freut sich natürlich über die Krümel. Und Papa sagt, er ist unser perfekter Staubsauger, was ja nun leider Quatsch ist. Er saugt ja übers Haupt keinen Staub, sondern nur, was man essen kann. Aber das allerdings wie der Teufel. Und die Eichhörnchen aber, die klauen ihm seine Explosionssplitter, wo sie können, und haben nicht den geringsten Schiss vor Mops, obwohl er viel stärker ist, sondern schnappen ihm alles vor der Nase weg. Und dann sausen sie auf einen von den großen Bäumen, die bei uns im Garten stehen, und Mops hinterher, aber sie sind schneller, wie der Neger, dem sie das Rennen verboten haben, weil er hatte was im Pipi, und ohne das wäre er rennmäßig eine ganz normale Figur gewesen. Und dann schütten die Eichhörnchen sich aus vor Lachen und schmeißen mit Baumrinde nach Mops oder vielleicht auch nicht und die Rinde fällt nur so runter beim Raufraspeln, aber Mops sieht das so und hopst tausendmal an dem Baum hoch wie ein Gummiball und es kommen ganz grässliche Laute aus ihm raus, wie bei dem Kind im Fernsehen, wo der Mönch versucht hat, den Teufel rauszuzerren, aber es ging nicht, sondern erst ganz zum Schluss und dabei flog der Mönch aus dem Fenster, weil der Teufel immer einen Ersatz braucht. Mops hört erst auf zu hopsen, wenn er plötzlich sieht, das Eichhörnchen sitzt schon wieder am Frühstückstisch und ist einfach schwupps über ein paar Äste von ein paar anderen Bäumen aufs Dach und an den Stöcken runter, wo Mama immer sagt, da ranken jede Menge Rosen hoch. Aber bis jetzt sind nur ein ganz paar ganz unten und rankenmäßig tut sich gar nichts, aber Mama meint, nächstes Jahr bestimmt und schnippelt dran rum mit so Art Baseballhandschuhen zu piepen. Neulich ist so ein Eichhorn sogar auf den Tisch gehopst, wie Mopsi noch den Baum angeröchelt hat. Und Mama fand das süß, weil es ihr ein Stück Kuchen aus der Hand gerissen hat. Das sollten wir mal machen, da wäre vielleicht die Luzi los. Und dann hat Mops das mitgekriegt und wie wir alles wieder aufgeräumt hatten, waren nur zwei Tassen kaputt und die Kaffeekanne. Und Mops hat ganz beschämt beim Aufräumen geholfen und blitzschnell aufgegessen, was runtergefallen war, während er dabei abwechselnd von Mama und Papa geschimpft bekam, obwohl die sonst immer tönen, man kann ihm nicht böse sein. Seitdem ist es natürlich ganz aus von wegen Eichhörnchen. Und neulich war eins im Fernsehen, da ist Mops hinter die Glotze gesaust und wollte es aus dem Kasten rausholen und hat den Stecker dabei rausgerissen und da war Ruhe. Und Papa hat gesagt, das war eine prima Idee von Mops und er sollte das vielleicht öfters machen und er geht jetzt schlafen. Dabei sieht Mops Tierfilme furchtbar gerne und wenn es spannend wird, kriegt er ganz viele Runzeln auf der Stirn und der Schwanz entrollt sich, aber Mops merkt das gar nicht, so toll findet er den Film. Denn er mag ja alle Tiere, die es überhaupt gibt, nur eben keine Eichhörnchen. Und dann kommt die Tagesschau und Mops sackt sofort in sich zusammen wie ein Häufchen Asche und fängt an zu schnarchen. Das mit dem Schnarchen hat Mopsi drauf wie ein Weltmeister und bringt damit beim Fernsehen alle zum Aufamseln. Nur mich nicht, weil ich bin ja noch ziemlich jung und höre alles prima und das Schnarchen auch. Ich finde es jedenfalls erste Sahne, dass Papa uns einen extra Ferni spendiert hat. Jetzt können Mopsi und ich gucken, was wir wollen, aber wir mussten versprechen, um 9 ist Schluss, ein für alle Mal, und da halten wir uns dran. Weil das kann man sehen unter der Türritze, wenn der Ferni an ist. Jedenfalls hat Mopsi das sauber hingekriegt. Und womit? Nur mit dem großen Schnarch. Es ist genau so gekommen, wie Ormanschix gesagt haben. An seinem ersten Geburtstag habe ich ihn gewogen und das war ganz schön anstrengend. Er hat erstens gezappelt und zweitens wiegt er 14 Kilo und hoch ist er 44 Zentimeter und Ormanschix sagen, dabei bleibt es und schütteln mit dem Kopf, weil er aus dem Standard gelaufen ist. Aber der ist so mohnblöd, ich erinnere mich ganz genau, da würde ich auch rauslaufen.
Und wenn die Leute blöd fragen, ob das denn wohl ein Mops ist, dann habe ich mir ausgedacht, ich sage, das ist ein tibetanischer Zwergmastiff. Und davon gibt es auf der Welt nur 4 Stück und einen habe ich. Und dann halten sie's Maul. Ich bin drauf gekommen, weil Mopsi dem Hund aus dem Buch, der Mastiff heißt, Tatsache ähnlich sieht, nur eben nicht so elefantenmäßig groß, sondern er ist wunderbar schön und überhaupt nicht dick, sondern hat überall Muckis wie Chuck Norris, wenn der seinen furchtbaren Schrei ausstößt und dann jede Menge Kung-Fu, Klatsch, Peng, Krach und dann hat der Verbrecher Konfuzius ausgepfiffen und Chuck Norris küsst sich mit der Tochter vom Großmeister. Zu Mopsis Geburtstag durfte ich Mopsens beste 6 Freunde aus der Nachbarschaft einladen zum Mittagessen. Und Mama hat Mopsi morgens eine große Schleife um den Hals gemacht und eine um den Schwanz, beide rot. Und sie hat ihm gratuliert und einen Kuss gegeben und ich fand das süß von Mama, aber auch ein bisschen affig und hab mir so gedacht, na, die wird er sich wohl gleich abreißen. Aber Pustekuchen, ihm hat's gefallen und er hat den ganzen Tag nur ganz vorsichtig gewedelt und sich immer umgeguckt, ob sie noch dran ist. Robby ist der größte von Mopsis Freunden. Er ist ein halber Neufundländer und die andere Hälfte ein Rottweiler. Und er sieht echt stark aus. Aber die anderen sind so ungefähr wie Mops, größenmäßig. Und alle haben total vergnügt gespielt und Papa hat die ganze Zeit mit dem Gartenschlauch auf Posten gestanden und immer wenn einer irgendwo das Bein gehoben hat, hat er drüber gebraust. Und da hatte er ganz schön zu tun, aber ich glaube, er hat sich auch amüsiert. Wie dann alle nicht mehr konnten und der ganze Garten war voll Hunde, die platt dagelegen haben, kam Mama mit 7 Schüsseln mit lecker Happy und da kam nochmal Leben in die Bande und schlapp, schlapp war alles weggeputzt und jeder hat seinen Hund abgeholt und Mops war ganz zufrieden, glaube ich. Und Papa hat nachdenklich auf den Rasen geguckt und gesagt, dass wir den jetzt nicht mehr vertikutieren brauchen und ich weiß nicht genau, was das heißt, aber wenn wir durch Mopsi wieder mal was gespart haben, finde ich das echt gut, oder? Wir sind dann los und wie wir an der Baustelle vorbei sind, wo sie die neue Gesamtschule bauen, aber mir ist das wurscht, weil ich komme dann aufs Gymnasium, wenn ich 10 bin, da hat ein Riesenschild vorne gestanden, da stand drauf, wir stellen ein. Und dann was alles? Nämlich Maurer und Klempner und Tischler und überhaupt eigentlich alles. Und darunter war ein großer leerer Platz und dann der Neubau mit Gerüst dran. Und da saßen Leute drauf und machten Mittag und auf dem Platz lagen so Bretter rum und da hat der Boss von den Bauleuten drauf gesessen und hat auch seine Stullen gegessen. Und Mops das Riechen und Galoppel, Galoppel hin war natürlich 1 und das haben die auf dem Gerüst gesehen und einer hat zu dem Boss geschrien, Karl, stell ihn ein. Und dann haben alle so gelacht, dass sie beinahe vom Gerüst gefallen sind und der Bauboss hat Mopsi von seinen Stullen abgegeben, bis sie alle waren und eher hätte ich ihn auch nicht weggekriegt. Wir waren schon fast zu Hause und auf dem Weg zurück plötzlich mächtiges Gekreisch und mindestens 30 kleine Kinder machen einen Ausflug mit 2 Beobachtungstanten und ich höre schon von Weitem, wie die eine tönt, alle Kinder holen ihre Brote raus und Mops setzt schon wieder zum Sport an und dann hält ihn keiner, weil belegte Brote sind sein Liebstes und ich hinterher. Und da höre ich die andere Tante kreischen, als wenn es um Leben und Tod geht. Alle Kinder halten ihre Brote hoch. Und dann war ich auf so einer Art Lichtung und da sind die ganzen Kindergartenzwerge drauf rumgestanden und haben große Augen gemacht und ihre albernen Brote hochgehalten. Aber das war ja nun wirklich nicht sehr hoch. Und Mopsi hat gedacht, die machen das extra für ihn und er soll sich seinen Anteil per Hopsen holen. Und das hat er dann auch gemacht. Und nach dem ersten Schreck fanden alle Kinder ihn süß. Und der hat ja auch noch die Geburtstagsschleifen umgehabt. Und sie haben ihm die Brote hingehalten. Und die Tanten haben versucht, irgendwie irgendwas zu ordnen und rumgefistelt. Aber doch nicht alle auf einmal. Und aber doch nicht alle Brote, Kinder. Nehmt doch Vernunft an. Und da habe ich mir gedacht, ich trete am besten vielleicht gar nicht erst in Erscheinung und bin schon mal das Stückchen nach Hause gegangen und habe die hintere Gartentür aufgelassen und mir eine Limo geholt und mich auf die Terrasse gesetzt und Asterix geguckt und gewartet, ob das Zwergengekreisch vielleicht nochmal aufhört. Eine halbe Stunde später ist ein Tier durch die Gartentür gestöckelt. Das hatte ich noch nie gesehen. Aber es war Mops oder so eine Art Horrortraum von Mops. Im Aquarium vom Zoo habe ich mal einen Fisch gesehen, der konnte sich bei Gefahr selbst aufpusten wie ein Luftballon und damit hat er dann seinen Feinden imponiert. Mopsi hat dem Kugelfisch ziemlich ähnlich gesehen, aber ich weiß nicht, ob er irgendjemand hätte imponieren können.
Die Beine haben plötzlich ganz dünn ausgesehen und der Bauch hing beinahe bis zum Boden und er hat geächtzt und mich gar nicht angesehen. Und auf der Terrasse hat er sich hingeschmissen und zwar auf den Rücken. Und die vier Beine haben wie Stöcke in die Luft gestanden und er hat furchtbar angefangen zu schnarchen, aber mit Augen auf. Papa und Mama waren an dem Abend nochmal weggegangen und ich wusste wohin und hab gedacht, ob ich sie da anrufe und sage, dass Mops die Butterbrote von 30 Kindern gegessen hat und sein Geburtstagsessen und die Brote von dem Baumenschen und das mir ziemlich mulmig ist. Ich habe dann was anderes gemacht, nämlich Mops auf eine Decke gerollt, weil er hat nicht mal versucht aufzustehen. Da konnte ich rufen, so viel ich wollte. Und dann habe ich ihn auf der Decke bis in unser Zimmer geschleift und da hat er immer noch auf dem Rücken gelegen und geächtzt, aber schon mehr im Schlaf. Und ich bin ins Bett und hab kein Auge zugekriegt. Wie ich aufgewacht bin, weil Mops gewinselt hat, da hat er immerhin schon wieder gestanden, aber ausgesehen hat er immer noch kugelfischmäßig und es war 3 Uhr morgens. Er ist keuch mit mir nach draußen und es ist schon langsam hell geworden und ich hab gesehen, wie Mopsi 5-mal einen Haufen gemacht hat, wie von einem Bernardiner und immerzu ganz lange Pi. Und danach hat er wieder ausgesehen wie immer und hat angefangen, ganz erleichtert rumzuhopsen und wollte, dass jetzt was los ist, aber das kam ja nun gar nicht in Frage, sondern ab ins Bett und das war Mopsi dann irgendwie auch recht. Kapitel 18. Papa meint, Mops ist eine Frohnatur und erklärt Moritz wieder mal nichts, aber Wilfried ist schon 2-mal sitzen geblieben und weiß deshalb, was ein Macho ist. Mein Papa hat gesagt, Mops ist eine Frohnatur. Ich habe natürlich gefragt, was das ist, genau, weil ich immer fragen soll, wenn ich was nicht verstehe. Und manchmal kriege ich es dann erklärt und manchmal faule Ausreden von wegen, darüber reden wir später mal oder... Das ist gar nicht so einfach zu erklären, aber frag mich später nochmal, ich muss jetzt zum Friseur. Natürlich nur, wenn ich Mama was gefragt habe. Ich glaube, manchmal hoffen Mama und Papa beide, ich vergesse es, und sie müssen sich nicht verrenken, um mir zu erklären, was denn nun zum Beispiel ein Macho ist, und da haben sie gar keine schlechte Chance für. Ich vergesse wirklich manchmal was, weil ich schon wieder was anderes wissen muss. Aber Wilfried hat's mir erklärt, der ist schon 2-mal hängen geblieben, und der hat gesagt... Das ist einer, der die Puppen tanzen lässt. Und dabei hat er sich so in den Hüften gewiegt, Cowboy-mäßig. Und da habe ich keine Lust mehr gehabt zu fragen, was das nun wieder ist, weil ich habe schon genug Sorgen mit Mopsi. Die Frohnatur, die er nun mal hat, geht nämlich so, dass er sich einfach nicht vorstellen kann, dass irgendjemand wütend wird auf ihn. Weil er hat's immer gut gemeint und versucht aus allem einen Spaß zu machen. Und ich find's ja auch immer spaßig. Aber eben nicht alle Leute. Und das kann er nicht begreifen. Und ich weiß auch warum. Denn schlau genug ist er, daran liegt's nicht. Ich glaube, er könnte auch rechnen lernen, wenn er wollte. Aber da zeigt sich ja gerade, wie schlau er ist. Weil was soll ein Mops mit dem großen 1x1 oder sowas? Er kann ja sowieso später mal nicht Bankangestellter werden, sondern darf zeitlebens Mops bleiben. Ich hab schon gedacht, wenn er sich wenigstens mal einen Krimi im Fernsehen ansehen würde... Da könnt ihr daraus lernen, es gibt die Guten und die Bösen und wie man die erkennt. Nämlich, die sind ganz anders angezogen, jedenfalls meistens. Und man weiß schon, mit dem ist nicht gut Kirschen essen und der lacht immer so dreckig, dem ist nicht zu trauen. Aber Mopsi schläft ja immer gleich ein, außer bei Tierfilmen. Und irgendwie hat er recht, weil Papa sagt, ich sehe viel zu viel in die Glotze. Und die Erziehexperten sagen das auch, dass man davon blöd wird oder ein Kriminaler. Und da bleibt Mopsi eben Frohnatur, nur ich muss es leider manchmal ausbaden. Aber wenn schon. Offene Türen sind für Mopsi einfach ein Muss. Da gibt's gar nichts, da muss er einfach rein und gucken, was sich dahinter so tut. Und wenn ich das nicht will, muss ich ihn lange vor der offenen Tür festhalten. Und ich hasse es, Mopsi festzuhalten, weil er guckt mich dann immer vorwurfsvoll an und pustet seine Backen auf und macht und ist enttäuscht. Und außerdem hat er offene Türen meistens viel schneller gespingst wie ich und schwupps, drin ist er und fast immer gibt es großes Hallo. Alle freuen sich natürlich, wenn er plötzlich reingewackelt kommt.
und ich muss nur nachkommen, wo es lärmt, und meistens kaut Mopsi schon und ich krieg auch ein Stück Kuchen oder eine Cola, aber er kommt dann mit ohne jede fiese Matenten, weil er wollte ja bloß mal gucken und fertig, aber manchmal geht die Sache auch schief. Da stand die Tür von einer Neubausiedlung, also die Haustür von einem von den Häusern bei uns in der Nähe, offen. Und ich habe mich gefreut, dass ich überhaupt gerade noch gesehen habe, welche das war. Denn die Häuser sehen alle genauso aus und da hätte ich blöd dagestanden. Wie ich in den Hausflur spurte, höre ich Mopsi die Treppen raufwiedeln. Klapper, klapper, weil die waren aus Stein und dann kann man deutlich seine Krallen hören. Aber auf Teppich oder so überhaupt nichts. Und dann war Ruhe und auch irgendwo heitere Begrüßung. Und ich bin alle 4 Treppen hoch und überall war zu. Aber dann bin ich langsam wieder runter und habe mir schon ausgemalt, was die Leute wohl sagen würden, wenn ich überall klingle. Und außerdem habe ich keine Wohnungstür zuklappen gehört und habe schon wieder gedacht, es hat einer Mops Kit genappt und wenn Papa nicht 1 Million Cash auf den Tisch legt, dann schneiden sie Mopsi seine Öhrlein ab und schicken die mit der Post erst eins und dann das andere, wenn mein Papa nicht zahlt. Und ich weiß nicht, ob er 1 Million hat. Ich hatte schon Panik, da habe ich gesehen, eine Tür war bloß angelehnt und habe sofort geklingelt, was blieb mir übrig. Einer kam auch angestampft und macht die Tür auf und das war aber eine Frau, aber die wäre vielleicht lieber als Mann zur Welt gekommen, weil die wog bestimmt 3 Zentner und hatte ganz blonde Haare und ein Gesicht wie ein Milchbrötchen mit nur so ein paar Rosinen drin. Das waren die Augen und Mund und Nase waren auch nur irgendwie angedeutet und die sagte nichts, sondern guckte mit ihren Rosinenaugen nur auf mich runter. Da habe ich dann mächtig artig gesagt, Verzeihung, ist hier eben vielleicht ein kleiner Hund eingelaufen. Und da bewegte sich was da, wo andere Leute einen Mund haben, mit Lippen und so, und eine ganz hohe Stimme sagte, so wie der Roboter in Nummer 5 gibt nicht auf, nämlich ohne jedes Auf und Ab, ja, der steht in der Küche auf dem Tisch und isst Wurst. Und dann stammte sie vor mir her und ich dackel hinter ihr her und sie macht die Küchentür auf. Und da ist ein großer Tisch, gedeckt zum Armbrot, und in der Mitte eine riesige Platte mit Wurst drauf und Braten und Sülze, alles schön in Scheiben. Und das heißt gemischter Aufschnitt und ich soll sowas nie kaufen, weil meine Mama sagt, die Schlachtersche nimmt 1 fix 3 die billigen Sorten und berechnet gekochten Schinken, obwohl davon nur ein Scheibchen bei ist. Aber gut aussehen tut es, so viel weiß ich jetzt. Um den Tisch standen 6 Stühle. Auf einem saß der Mann, auf den nächsten 3 Kinder und alle haben genau ausgesehen wie die Riesenfrau. Nur der Mann noch ein bisschen riesiger und die Kinder eben kleiner, aber man hat schon gesehen, das werden auch bald so Nilpferde. Macht 4 Stühle und auf einem hatte der riesige Hintern von der Frau sich wohl hingemampft. Macht 5 und einer war leer und dadurch war es überhaupt passiert. Denn von unten hätte Mops nicht auf den Tisch hopsen können. Das nun doch nicht. Aber erst auf den Stuhl und dann auf den Tisch ist null Problemo für ihn. Und darum stand er jetzt mit allen 4 Füßen in der Platte mit gemischtem Aufschnitt und schluckte, dass ihm beinahe die Glotzböppel in die Wurst fielen, weil er traute seinem Glück nicht. Und ich hab's auch nicht begriffen. Auch nicht später. Überhaupt nie. Weil die ganze Gigantenfamilie saß da völlig stumm mit Messer und Gabel in den Händen. Und das war total unheimlich, aber echt. Sie hätten eigentlich rumbrüllen müssen und ihr Armbrot verteidigen oder vielleicht sagen, wie niedlich sie Mopsi finden. Naja, das vielleicht weniger, wo er in ihrem gemischten Aufschnitt stand, okay, aber nichts. Wie bei Dornröschen, wo die Prinzipessin sich in den Finger sticht. Ich weiß schon, dass es Prinzessin heißt, aber Prinzipessin gefällt mir besser und fertig. Sticht sich in den Finger und wird total starr und alle im Schloss auch total starr. Und in den nächsten 100 Jahren ändert sich nichts und es kommt auch keiner rein, weil alles mit Dornen verwuchert ist. Und dann wird das Märchen ziemlich blöd mit Königssohn, kommt daher auf einem weißen Ross und pipapo. Aber bis dahin hat mir das früher immer gut gefallen. Ich habe dann keine 100 Jahre gewartet, sondern mir kurz ausgemalt, wie das sein würde, wenn die Bigfoot-Familie plötzlich zu sich kommt und Mops gegriffen. Der hat gestrampelt und die Backen aufgepustet und ich glaube, diesmal war er echt in Wut, weil er hat bestimmt gedacht, alle finden ihn prima auf der Wurstplatte, weil keiner hat ja protestiert. Und wie soll er das verstehen, wenn ich das auch nicht verstehe? Und Mama und Papa habe ich die Sache lieber nicht erzählt, sondern lieber abgewartet, weil vielleicht wäre ja was nachgekommen, aber es ist nicht. Und damit gehört es zu den ungelösten Rätseln der Weltgeschichte. So hieß mal eine Sendung im Radio.
Jedenfalls hat keiner geschrien, Moment mal, so geht das aber nicht, wie ich mit Mopsi raus bin. Und ich habe immer dabei gemurmelt, Entschuldigung bitte, Verzeihung. Und sonst war nichts zu hören, nur Mopsis Pft, Pft. Und auf dem Hausflur habe ich ihn fallen gelassen. Ich konnte einfach nicht mehr und habe die Tür hinter uns zugezogen und wir die Treppe runter und weg nach Hause. Vielleicht ist es ganz schlau, nicht auf dem gewöhnlichen Weg nach Hause zu gehen, habe ich mir so gedacht. Vielleicht kommt uns ja doch einer nach. Ich wollte auch noch überlegen, erzähle ich was oder lieber nicht. Und wie ich mich entschlossen habe, lieber nicht, wusste ich auf einmal überhaupt nicht mehr, wo ich war. Irgendwo ziemlich im Wald jedenfalls und ich habe gedacht, Mops wird schon wissen, wo es lang geht. Weit konnte es ja nicht sein, höchstens eine halbe Stunde. Nicht weit genug für Ruhm und Ehre mit einem Film Mopsi kommt heim. Aber Mops wollte gar nicht nach Hause, sondern ist in eine Art von Gehöft reingesaust, mal guten Tag sagen. Und das war aber eine Hühnerzüchterei, so wie die Schilder an der Straße immer stehen, freilaufende Eier zu verkaufen. Und da rannten ein paar hundert weiße Hühner rum. Und Mops war total glücklich und hat gedacht, die wollen jetzt alle mit ihm spielen und ist mitten rein und die blöden Hühner haben gekreischt und sind in die Bäume geflattert und aufs Dach und alles war voll Federn und dann ist der Besitzer gekommen. Er hat gebrüllt wie ein Stier, den Köter bringe ich um und in der Art. Mops hat gedacht, da ist noch einer zum Spielen, weil der hat seine Mütze runtergerissen und damit nach Mops gehauen und mit den Füßen nach ihm getreten und natürlich nicht getroffen, null Chance gegen den Champion. Mopsi immer um ihn rum wie ein Kugelblitz und wieder in die Hühner und wieder um den Mann rum. Der hat nur noch so Gekeuche von sich gegeben und war so langsam geworden wie ein Boxer in der 15. Runde. Und dann ist er gestolpert, ich weiß auch nicht über was, aber vielleicht über einen Huhn oder die eigenen Füße und dann war er nicht mehr zu sehen. Nur noch Hühner. Ich war schon ein Stückchen vorausgegangen, weil wenn Mops merkt, ich bin nicht mehr da, dann kommt er nach. Jedenfalls, wenn es nicht um gemischten Aufschnitt geht. Und der hat ja auch gedacht, das Spiel ist vorbei, wie der Mann in den Hühnern untergegangen ist. Irgendwie habe ich mir gedacht, es ist besser, wenn ich mich da raushalte. Außer Mops passiert was. Dann wäre ich wie der Rächer der Enterbten aus dem Dickicht geschossen. Klaro, ich habe ja alles im Blick behalten. Aber war echt nicht nötig. Wie Mops wieder da war, haben wir uns auch plötzlich wieder zurechtgefunden und sind nach Hause und es war überhaupt nicht weit. Nur eine Richtung, in der wir noch nicht waren und ich glaube, die müssen wir uns gar nicht erst merken, weil besser wir gehen woanders lang und an dem Abend war ich echt fix und foxy von Mopsis Frohnatur und wir sind gleich schlafen. Ich habe gesagt, wir schreiben morgen die Tat und ich muss noch ein bisschen lernen und Mama war ganz gerührt, weil wir so vernünftig sind, Mopsi und ich. Kapitel 19. Es passiert was Fürchterliches, aber auch was Wundervolles. Und dann kommt's noch schlimmer. Zum Schluss wird alles gut, weil es sonst kein Mensch aushalten könnte. Das kam alles bloß, weil Mopsi eins partout nicht will, allein bleiben. Er sieht einfach nicht ein, warum. Und ich auch nicht. Und wenn Papa und Mama sagen, er muss das lernen, weil Omanschik sagen das auch, na wenn schon. Mops stört doch keinen. Im Gegenteil, alle freuen sich, wenn er da ist. Und außerdem ist er dann immer traurig und verrunzelt sich und macht ganz langsam die Schwanzaufrollnummer und wozu das alles. An dem Tag habe ich zum Zahnarzt müssen und da darf kein Hund mit rein wegen der Hygiene. Und Mama hat mich bei ihm abgesetzt und hat gesagt, in einer halben Stunde holt sie mich wieder ab. Sie besorgt nur was. Und ich bin ja ein tapferer Junge. Der Zahnarzt hat mir in den Mund geguckt und klick klick an alle Zähne geklopft und zufrieden gegrunzt und gesagt, das sieht ja prima aus und ich war gleich fertig, weil alles war nur eine Routineuntersuchung und wenn alle so gut ihre Zähne putzen würden, wäre er froh. Wie wir nach Hause kommen, ist Mops weg. Ich habe gar nicht erst groß gesucht, denn sonst wäre er gekommen und hätte sich gefreut und bin in den Garten, weil Papa sagt sowieso immer, ich habe nah am Wasser gebaut, aber das stimmt überhaupt nicht, sondern nur, wenn es wegen Mopsi ist. An einer Stelle war ein Riesenloch unterm Zaun und da wussten wir Bescheid. Und ich habe jetzt richtig angefangen mit Weinen. Es ist mir egal, wie nah ich am Wasser wohne, wenn ich Mopsi niemals wieder sehe. Mama ist ans Telefon und hat rumtelefoniert und dann kam Papa und hat gesagt, wo sie noch anrufen soll
Und Mama hat immer dasselbe gesagt und dann kurze Pause und vielen Dank und aufgelegt und die nächste Nummer. Polizei und Tierasyl und Fundbüro und Gemeinde und Försteramt. Sie sollen nicht auf Mopsi schießen. Und bitte rufen Sie gleich zurück, wenn er auftaucht oder wenn Sie was hören. Und dann war Ende und Mama hat gesagt, jetzt können wir nur noch warten. Ich bin in unser Zimmer und habe mich aufs Bett geschmissen und wollte nichts mehr wissen. Von gar nichts. Und es wurde schon langsam dunkel und ich habe jeden Moment gedacht, jetzt ruft einer an und sagt, hier liegt ein toter Mops, ist das vielleicht Ihrer? Aber kein Aas hat angerufen. Ich bin nur ganz kurz eingeschlafen und habe geträumt, Mopsi wird von Frau Busewank hergebracht in einem Antiquitätenkästchen und Papa stopft sich die Pfeife und sagt, ein teures Kästchen, er muss an Mopsi sehr gehangen haben. Und dann war ich wach und es hat an der Haustür geklingelt und ich bin hingesaust, aber Papa hat schon aufgemacht. Und da stand eine Frau vor der Tür, die war so ähnlich angezogen, wie die ich mal im Zirkus gesehen habe, auf einem weißen Pferd, das die Beine irgendwie affig nach allen Seiten geschmissen hat. Und zum Schluss ist es vorne zusammengebrochen und alle haben geklatscht. Aber mir hat es überhaupt nicht gefallen, weil das Pferd sah überhaupt nicht vergnügt aus, sondern total verärgert. Die Zirkustante, es war aber keine, sondern eine von diesen Hobbyreiterinnen, hatte ihr Pferd an den Gartenzaun gebunden, wie im Western, und daneben stand noch ein Pferd, auf dem saß ein Mann, auch in so einer Kluft. Und vor ihm saß Mops. Und wie er uns gesehen hat, wollte er runter und zappelte und machte Pustebacken. Aber der Reiterling hielt ihn eisern fest, Gott sei Dank, weil das Pferd war furchtbar hoch. Dann ging alles ganz schnell. Der kleine Kerl lief ganz allein im Wald rum und da dachten wir, es hat ihm offensichtlich großen Spaß gemacht vorn auf dem Pferd. Und ganz entzückend, der Kleine. Und wie können wir ihnen bloß danken? Moritz, willst du dich nicht bedanken? Er ist verrückt nach dem Hund, müssen Sie wissen. Und möchten Sie nicht wenigstens einen Moment reinkommen? Da habe ich Tatsache lachen müssen, weil ich gedacht habe, wie die beiden Riesenpferde wohl in unser Wohnzimmer trampeln und ein Eimerchen zu sich nehmen. Aber vielen Dank, nein, Sie verstehen, die Pferde und wir müssen jetzt auch. Aber keine Ursache, war doch ganz reizend und trappel, trappel und weg. Mama hat nochmal alle von vorhin angerufen. Warum? Weil sich das so gehört. Und die meisten wussten schon von gar nichts mehr. Das habe ich genau mitgekriegt. Und Papa hat gesagt, morgen kommt 60 Zentimeter Karnickeldraht am Zaun längs in den Boden. So geht das nicht. Und gibt's in diesem Haus vielleicht nochmal Armbrot? Und da haben wir gemerkt, wie wir alle Hunger haben, besonders Mopsi, der Reiterling. Ich habe gedacht, das Geld für den Karnickeldraht kann Papa sich sparen, weil ich lass Mopsi sowieso nicht mehr ganz allein. Aber ich hab's nicht gesagt, weil es war gerade doll Stimmung und die wäre garantiert im Eimer gewesen. Wir sind mit Mopsi zum Tierarzt. Aber er ist nicht krank, sondern nur Routine, weil er muss Spritzen kriegen gegen Tollwut und Katzenseuche, obwohl er ja keine ist. Und gegen was weiß ich, da kann man nichts machen, es ist Vorschrift und fällt unter Prophylaxe. Das ist, wenn auch gar nichts ist, aber es könnte kommen. Beim Tierarzt saß erst so eine Vorzimmertante, richtig mit weißem Kittel wie für Menschen. Und auf dem Schreibtisch standen allerlei Kästen mit Karten drin, das waren die kranken Tiere. Und für Mopsi hat sie auch eine ausgefüllt. Und dann stand da noch ein Teller mit Hundeleckerlis. Und Mops hat das gleich mitgekriegt und ist der Schwester auf den Schoß und von da auf den Schreibtisch und hat sich über die Leckerli hergemacht. Die Schwester hat huch gesagt, aber gleich gelacht und gesagt, das wäre ihr in 20 Jahren noch nicht vorgekommen. Die anderen hätten alle Angst, wenn sie herkämen. Und das hat gestimmt, weil da war jede Menge Hunde und Katzen und was weiß ich noch. Und die saßen ganz trübselig rum und keiner hatte Lust, mit Mops zu spielen. War gar nicht so einfach, ihn von dem Besuchsteller wegzubringen. Aber ich habe einfach ein paar von den Dingern in die Hand genommen und ihn gelockt. Und da ist er mit einem Satz runter vom Schreibtisch. Und die Schwesterntante hat die zerknüllte Karte weggeschmissen und ihre Frisur gerade gerückt und eine neue geschrieben. Und wir sind ganz schnell dran gekommen. Mopsi hat dem Doktor erstmal einen von seinen nassen Küssen gegeben. Schlapp, schlapp, wie er auf dem Tisch gestanden hat. Und der hat lachen müssen. Und wie er ihm die Spritze hinten ins Bein gepiekt hat, hat Mopsi vorne die Leckerlis gegessen, die ich noch in der Hand hatte. Und der Doktor hat gesagt, das wäre ihm in 20 Jahren noch nicht vorgekommen. Und da habe ich's geglaubt. Mama hat gesagt, was hältst du davon? Wir fahren jetzt irgendwo raus und gehen zusammen spazieren. Und es ist so schönes Wetter und schon ewig her. Und Mopsi und ich fanden das prima, besonders weil Mama gesagt hat, wir kehren hinterher irgendwo ein.
Alles war nur meine Schuld. Nur nicht, dass es noch mal gut gegangen ist. Wir haben in irgendeinem Kuhdorf gehalten, mitten in der Landschaft, nur ein paar Häuser und so. Und ich bin gleich raus und über die kleine Holperstraße auf die andere Seite und Mopsi über den Vordersitz hinterher und mir nach. Und plötzlich war das scheiß Auto da und es hat plopp gemacht und Mopsi flog durch die Gegend und das Auto blieb stehen und Mopsi hat sich aufgerappelt und wollte zu mir. Und ich habe gesehen, wie von der anderen Seite ein Schulbus angerauscht kam und dann war Mops unten drunter verschwunden. Ich hab gehört, wie einer geschrien hat, wie am Marterpfahl. Und immer weiter geschrien. Und das war aber ich. Und dann hat noch jemand geschrien. Und das war meine Mama. Und das hatte ich noch nie gehört bei ihr. Und wenn ich dran denk, kriege ich sofort eine Gänsehaut, egal ob es schon so lange her ist. Der Bus stand da und fauchte mit den Bremsen und der Fahrer war ausgestiegen und faselte irgendwas, ich weiß nicht. Und ich bin unter dem Bus rumgekrochen und habe mich überall blutig gestoßen und immer weiter geschrien. Aber es war kein Mopsi da. Nicht tot und nicht lebendig. Einfach weg. Und dann fuhr der Bus weg und das Auto auch. Und Mama wühlte wie verrückt in der Handtasche, um sich die Nummern aufzuschreiben. Und alles fiel raus, nur nicht das Notizbuch. Und wozu auch, schuld war ja sowieso nur ich. Aber das konnte ich nicht aushalten. Und ich bin wie blöd im Dorf rumgerannt und hab Mopsi geschrien, aber ich hab nicht gedacht, ich sehe ihn wieder und er lebt. Hinter einem Hof war eine große Wiese, die war gemäht, aber das Gras lag noch drauf rum. Und da konnte ich nicht mehr und hab mich hingeschmissen und die Ohren zugehalten, aber ich hab trotzdem immer was hecheln gehört, wie Mopsi, als er noch gelebt hat. Ich hab hochgeguckt und da ist er auf der Wiese rumgerannt wie verrückt, immer im Kreis. Mit ganz weit aufgerissenen Augen. Und er hat nicht gehört, wie ich Mopsi geschrien hat und ist nicht zu mir gekommen, sondern weggerannt vor mir und weiter im Kreis. Und da habe ich Gummibeine gekriegt und konnte nicht mehr stehen. Ich habe gedacht, jetzt ist er verrückt geworden, weil er einen furchtbaren Schlag auf den Kopf bekommen hat und er wird weiterlaufen, bis er tot umfällt. Und vielleicht ist das besser, als wenn er für immer verrückt ist und nie mehr keine Angst hat. Und es hat mich hingehauen und ich habe laut geheult wie ein Baby, und hab gemerkt, dass ich mir in die Hose gepiet hatte und das war mir egal. Etwas hat mir am Ohr geschlappt. Und das war Mops. Er hat mich freundlich angeguckt, mit dem Brezelschwanz gewackelt und wie ich was gesagt habe, ich weiß nicht was, da ist er mich angesprungen und wir haben uns auf der Wiese gewälzt und ich hab gedacht, hoffentlich werde ich jetzt nicht verrückt und jetzt muss ich aufwachen, denn das kann's alles nicht geben. Nicht wirklich. Dann war Mama plötzlich da und das ganze Make-up war ihr verrutscht und sie hat gelacht und rumgeschluchzt und sah wunderschön aus, meine Mama, und wir sind gleich wieder zurück zum Tierdoktor und haben beide durcheinander geschnattert wie bescheuert, aber er hat verstanden, was los war und hat Mopsi untersucht von vorn bis hinten und gesagt, er hat nichts, nur eine Schramme am Hinterbein, wo ihn das Auto erwischt hat und auf der Wiese, das war ein Schock und da hat er nochmal Glück gehabt und da hatte er ja recht, aber was ich für Glück gehabt habe, das ist ja gar nicht zum Sagen und ich versuch's auch gar nicht erst. Zu Hause hat Mops Hunger gehabt und zugelangt wie immer. Und ich habe in den Spiegel geguckt, ziemlich erst nach einer Weile, weil ich habe gedacht, ob ich jetzt vielleicht total weiße Haare habe, wie der Fischer, dem das Meer in einer Sturmnacht Weib und Kinder geraubt hat. Aber ich habe ausgesehen wie immer, bloß dreckig und ziemlich käsig. Im Herbst komme ich aufs Gymnasium. Dann fängt für Mops und mich ein neues Leben an, weil wir sind dann so ziemlich keine Kinder mehr, sondern fast bald erwachsen. Ich weiß ja nicht, wie die da sind auf dem Gymnasium. Aber wenn nicht, ich brauche keine Freunde, weil ich habe ja Mops.